Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge. Zu einer weiteren Folge auf der NF-Marsch mit dem lieben Astrati. Moin. Wo ist Gunplet gedudelt? Was? Und mit dem lieben Elias Let's Play. Hi. Und meiner Wenigkeit. Ja, genau. Ja. Wir sind immer noch am Dreschen, weil dieses Feld 5000 Meter weit groß ist. Hallo! Oh, du Idiot, Alter! Ja, ich genau. War auf meiner, Spur, Alter. Alter! Du warst auf deiner Spur, alles klar. Geh mal gucken, wie viel Liter die da noch reingehen, bevor du einfach reinfährst, Alter. Was? Wie viel Liter gehen da noch rein? Alter, kannst du nachgucken. Ah ja, kein Problem, ich muss nicht mehr nachgucken. Da gehen 1000 Liter. Eine Million. Ah ja, da kannst du ein paar Mal nachfahren. So, was war denn noch hier? Das Gute, Leute, es geht auch mit Stroh, nicht nur mit Hackschnitzel. Weil sonst wird es gleich ausgehen wie auf der Hofbergmann, Leute. Das wollen wir ja nicht. Daniel Karl! Sonst ist Ossi hier auch noch beim. Sonst holt er die kleine Rübe von Klaus. Ein Daniel hat gesagt: Wenn ich sterbe, erben meine Kinder nichts. Naja. Oh Mann. Das ist schon traurig. Ich weiß nicht mal, ich hätte nicht mal ein Kackding aufgeschrieben. Eine. So ein, wie heißt die Scheiße hier? Wie heißt es denn? So, dass du, wenn du verreckst. Ein Zertifikat oder wie die Kacke heißt. Ja. Ja. Auch in den Drescher rein hier. Elias versteht's mal wieder nicht. Ossi, hast du mich verstanden, was ich meine? Ja, wenn du stirbst, hast du die Person das bekommen, oder was? Ja, also. Da, das Blatt da. Wo du ja. Schreibst. Ach, das Sorgerecht halt mal. Ja, ist ja egal, ich hab den Namen vergessen. Du meinst das zum Beispiel, wenn du im Haus bist und du nicht für dich entscheiden kannst? Über die Sachen. Ja, nee. Wenn du verreckst, das Geld, was geht, an wen geht dann das Geld und die Sachen, wo du besitzt? Ja, die Frage ist halt, wenn die Person das dort annimmt. Ja, ist klar. Ja, ich denke mal. Du, Digga, Alter. Ich sag mal nichts. Denn? Wenn einer jetzt verreckt, bete bei Gott. Nicht. Aber verreckt jemand von meiner Familie und der hat mir zum Beispiel 50.000 geerbt, sag ich da nicht nein dafür. Ja, aber du weißt ja, nicht, was du noch, als Hintergrund, was er noch verschuldet hat. Vielleicht hat er 100.000 Euro Schulden. Dem gehört oder so. Sehr dann. Vielleicht vergessen. Ja, kann auch sein. Aber Leute, ich mal meinen, wenn ich wieder würde von dieser Welt abtreten, weiß ich nicht mal, wem sollte ich es erben? Meiner Freundin nehme ich mal schwer an. Aber was denn? Ein Porsche, wo ist nicht abbezahlt? Eine Hütte, wo ist Miete? Also gar nichts. Ein Computer und ein Handy. So. Computer, Handy und das, wo ist noch auf der Bank? Ja, das ist dann so viel, was? Ist jetzt wirklich nicht so die ganze Welt. Naja. Ja, aber jetzt mal Angst machen. What? Ich hoffe, nichts von einem anderen Weg irgendwie. Das ist wohl, glaube ich, der schnellste Weg. Ja, stimmt. Der schnellste Weg. Ja, ich kann mir das Lager komplett leer machen. Oder nicht? Ja, können wir. Aber wir kommen noch Spuren rein, alles. Ach ja, Leute.
Natürlich auch mein Lieferwagen, der ist fast abbezahlt. Da sind vielleicht noch 2000 drauf. Wow. Naja. Was? Noch einiges. Das ist ja gar nichts. Für mich ist es einiges. Ich bezahle 600 im Monat. Also kannst du dir ausrechnen, wie lange habe ich noch zum Abbezahlen? Ja, das ist, wie viel du bezahlt hast schon. 36 Raten mal 600. Kannst du dir gerne ausrechnen. Mit Zinsen kommt er mir ca. auf 25. Ey, das war so faul. Warum hast du dich noch einen langen Weg nach gefahren? Ich hab faul. Wow, danke. Hui! Hagali, fucking fly. Touch the sky. Hier mitten auf dem Hof liegt eine Abschleppschlange. Werden die dann geschmissen? Ich nicht. Elias? Ich hab sie da nicht hingeschmissen. Warum soll ich die einschmeißen? Ich falle die ganze Zeit umher. Ja, ja. Das war Elias. Man hört's raus. Ja, ja, ich war hier. Ja, ja, ja. Alles auf mich. Ja, 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 ja. Ernsthaft? Das merk ich mir. Ah, ja. Das hat sich gesund angehört. Jetzt fällt mir gerade eine mega geile Idee ein. Was denn jetzt schon wieder? Nee, darf nicht sein. Ist was Privates? Nein. Das ist Überraschung. Überraschung darf man nicht sagen. Für wen? Ja. Für die Community? Ja. Ja, dann musst du es mir nachher sagen. Nee, das auch nicht. Darfst du niemand sagen. Verrät seine Sachen nicht, wenn es versuchen kann, also... Dann sagt man nicht A! Nee, was ist die Idee? Ja, dann sagt man nicht A! Doch! Weil es voll geile Idee ist. Ja, also, dann sagt trotzdem also, nicht A. Also ihr beiden wird jetzt nächste Woche Sonntag und nächste Aufnahme herausfinden. Hä? Bis dann hat er es sowieso vergessen, alter Leute. Nee, weiß ich auch noch machen werde. Doch, er hat's vergessen, Lotto. Bis dann. Ich weiß, weißt du, ich kenne ihn langsam. Er ist vergesslich, Leute. Mit seinen 15 Jahren. Ich schaue auf mein Kalender auf. Kalender. Hallo. Ja, meinst du, ich weiß die aus, Alter? Ja. So, Kalender. So, ändern. Wie soll ich denn den Titel jetzt nennen? Er vergisst, Leute. Ich bin noch 8 Minuten, wo ich es mir merken muss. Er vergisst, Leute. Wie viel Zeit haben wir denn jetzt schon wieder? Ja, ich sage 8 Minuten, wo ich es noch merken. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 7 Minuten haben wir denn erst. Ja. Oh, das ist ja wenig, Alter. Alter, du hast ja ausgerufen, und sei dann so schlau, was? Fast 12 Uhr, jetzt mache ich den Mittagspause, Alter. Nee, erstmal war es jetzt 12 Uhr Mittag. Mir ist 12 Uhr Mittag, Alter. Und fertig. Ich vergesse das nicht weiter. Aber aktuell, wir machen wir Pause, wenn wir wollen. Oder gar keine Pause, dafür gehen wir halt eine halbe Stunde früher. Ah ja. Jetzt habe ich mich wieder festgefahren. Alles klar. Ey, ich war nicht schuld. Oh, und so blöd. Na, merkst du eine Dummheit, was? So blöd habe ich mich festgefahren. Nicht, das bin ich blöd, du Idiot. Wer baut denn auch solche Hallen hier hin? Da sieht man, welcher Idiot das gebaut hat. Du. Ah, nee, oder? Nee. Junge. Also. Alles klar. Alles klar. Ah ja. Jetzt klaut er mir auch noch meinen Spruch, oder? Weiß ja nicht. Das ist so ein Fake, Jakey. Er ist unfähig. Bist ein Fake, Jakey. Fanboy. Ey, wer ist denn? Alias Fanboy, Alter. Wer ist denn ein Fanboy von dir, Alter? Du. Boah, Alter. Du bist ein Fanboy. Nee. Wieder nicht.
Bringst bald noch eigene Merch raus, ja. Ja. Schwarze Abtopster und hinten bringst du deinen Merch raus. Hä? Alter. Das ist eigentlich richtig besoffen. Oh. Ja, dann, ich verstehe dann, das war meine Spur. Nee, ich bin auf meine Spur gefahren. Oh Mann. Na, Prost Mahlzeit, wenn sich das nicht gut verkauft, ey. Ist so. Weiß ich auch nicht. Ich werde 2000 Abonnenten. Hab ich vergessen? Warum denn? Ich hab vergessen, Alter. Warum denn? Warum denn? Warum kreativieren? Ja, hast du auch ein bisschen. Oder du monetarisierst deine Videos, dann kriegst du Geld von Werbung. Das würde ich sowieso machen. Ach, siehst du, das war mir klar. Das macht er, aber Merch verkaufen wir nicht. Komisch, oder? Alter, dann könnte ich mir gerne ein Merch machen. Ja. Ja, okay. Mach es. Wenn wir uns zu Albers sehen, dann will ich ein T-Shirt oder sowas. Ah ja. Wo gedruckt ist, Ossi ist der Beste. Perfekt, ah, Ossi ist ja. So. Da ging das ja noch, da konnte man sogar auch früher Werbung schalten, aber jetzt geht das nicht mehr. Leider. Du musstest 10.000 Aufrufe auf deinem Kanal haben. Nein, no. Ja. Die haben wir alle drei, oder Schatze? Müssen wir auch haben, glaube ich. Müssen wir nachgucken. Ich weiß gar nicht so aus der Hand. Also jetzt muss man entweder 1000 Abonnenten haben oder... Ach, wie war das? 4000 Stunden. Wiedergabezeit. Ja, ja, stimmt. Ich habe 3900. Aktuell. Digga, da kann er ja schon bald Werbung schalten hier. Nee, ja, er hat noch Geld. Er hat 1000 Abonnenten halt. Nee. Nee, auch, er kann auch, wenn er 4000 Wiedergabezeit hat, darf er auch Werbung schalten. Nö, leider nicht. Nee, doch, darf. 9000. Doch. Der Dexter dabei. Und? 4000. Und? Weil, nee, jetzt habe ich gerade nachgeguckt. Ich habe 3054 Stunden in Wiedergabezeit. Da fehlen mir 1000. Da bin ich weit von entfernt. Das ist für mich auch weit entfernt. Was? Ich bin auch wieder weit entfernt davon, von 3000. Wir haben jetzt 275, glaube ich. Wiedergabezeit 3054,6 Stunden. Naja. Und zu der Zeitpunkt von der Aufnahme, Leute, 365 Abonnenten. Ja, bei mir läuft's. Mir läuft's. Also ich darf's natürlich nicht verraten, warum. Was? Warum denn? Nichts. Warum läuft's denn? War schon halt. Ja, vielleicht macht das doch für Sub hier. Ja. Jo, liebe Leute. Wann kommt dieses Video? Moment, Montag. Nee, das erste, was wir aufgenommen haben, kommt morgen. Kommt übermorgen. Übermorgen? Mittwoch. Jetzt hat er gesoffen, Alter. Was für Müll? Warte mal. Das kommt am Mittwoch, das erste. Also, das weiß ich ja sogar. Das zweite Samstag, das dritte Montag dies jetzt. Ah, Montag. Das ist für den schönen Montagnachmittag. 16 Uhr. Warte mal. Was? Montag, Kiri? Was? Achso, nee, alles gut. Nee. Alles klar. Weil dezentriert. Ich kann nicht mehr durch was rausgehauen. Scheiße. Ja, ich bin mir sicher, Elias hat eine Folge zu viel rausgehauen. Und jetzt ist er im Wiedergaberecht. Man hört zu seiner Stimme raus. Er hat einen Fehler gemacht. Nee, warte mal. Der erste Fehler von Elias. Und ich dachte, der ist so ein kompetenter YouTuber wie ich. Ups, ist ein kompetent. Angeber. Er sagt nur Videotitels. Ja. Ja, bei mir steht das.
Ja, du betitelst dich als Südhelm 1 oder bei so. Mir kam am Samstag die 9. Folge raus. Übersicht von der Schaltbrüder. Da ist mein Fehler, oder? Nee, hab ich nicht. Oh. Nein, hab ich nicht. Waren aber dran mit anmoderieren oder abmoderieren oder wer auch. Ich. Ja, scheiße dann. Ist es soweit? Ja. Ja, ist dann, Zeit zum liebe Gehen. Leute. Bis Mittag. Dann, liebe Leute, ist schon Mittag. Liebe Leute, wir hören uns wieder am Mittwoch auf der NF. Ich würde einfach dazu sagen, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Like da. Ein Abo wäre noch ganz, ganz was Süßes. Und geht natürlich beim Ostrand TV und beim Elias Let's Play gucken. Die bringen ja täglich Videos raus oder jeden zweiten Tag. Und ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao, ciao. Tschüss. Ciao.